Hallo und Waldmann Zeil, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hunt, Cook & Grill. In dieser Folge geht es um dieses Paket hier. Das habe ich vor einigen Tagen bestellt. Das ist die Gewürzmischung für Wildburger von der Firma Landig. Und wie ihr leckere Wildburger auf Vorrat produziert und wie diese Gewürzmischung schmeckt, das erfahrt ihr in dieser Folge. Also bleibt dran, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Was brauchen wir für unser kleines Burgerprojekt? Wir brauchen natürlich einmal die Wildgewürzmischung, dann brauchen wir ein Messer, ein bisschen Wildfleisch, hier habe ich so ein bisschen was Gemischtes, Rehwild, Dammwild und natürlich eine Burgerpresse und einen Fleischwolf. Zu dem Fleisch kann man vielleicht sagen, das ist jetzt mageres Fleisch, also ich halte es eigentlich nicht für notwendig, da noch Fett einzufügen, das könnt ihr aber machen, wie ihr wollt. Wildfleisch ist eigentlich, wenn man es nicht zu lange brät, super saftig, super zart. Und meiner Meinung nach geht das auch ohne, aber ihr könnt ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr da noch irgendwie Hausschwein oder Rind oder was anderes dazu tut, was einen höheren Fettanteil hat. So, und jetzt geht's los. Wir haben das Wildfleisch jetzt hier in eine Schüssel getan und ich habe jetzt die passende Menge an Gewürz abgewogen. Das sind jetzt hier 61,2 Gramm, ja, das kann man einfach ausrechnen. Die gebe ich jetzt hier drüber, das sieht immer total viel aus, finde ich. Aber es sind 1,8 Kilogramm, also hier ist wie gesagt alles drin, was ihr braucht. Das Ganze mengen wir jetzt gut durch, dass das Fleisch auch von allen Seiten ja, gut benetzt wird von der Würzmischung. Und ja, wenn das erledigt ist, dann wird das Ganze einmal gewolft und dann am Ende nochmal ordentlich durchgeknetet. Ein zweiter wichtiger Schritt ist nach dem Wolfen, ist die Gewürzmischung, um Fleisch richtig zu verteilen. Das macht man, indem man das Fleisch ordentlich durchknetet. Hier an den Rändern, da ist noch ein bisschen was von der Gewürzmischung. Die sammle ich natürlich mit dem Fleisch hier auf. Und das Kneten hat noch einen zweiten Zweck oder einen zweiten Grund, dass das Fleisch eine gute Bindung bekommt. Also nachdem ihr das Fleisch gut durchgeknetet habt, nehmt ihr euch eine Waage und formt solche kleinen Bällchen hier. Die seht ihr hier. Mein persönlicher Favorit sind 160 Gramm. Also ich mache meine Burger immer mit 160 Gramm. Ihr könnt natürlich auch mehr machen, ihr könnt weniger machen. Aber meine Erfahrung ist, dass man die dann einfach vom Bratergebnis optimal braten kann, sodass sie eben noch schön saftig bleiben. Ja? Also 2-3 Minuten richtig auf der Feuerplatte. So machen wir das gleich auch bei voller Hitze. Und dann habt ihr wirklich einen schönen, saftigen Wildburger. Ja, wenn ihr jetzt hier eine schöne Burgerpresse zur Verfügung habt, ich verlinke euch das gleich mal unten, wo ihr die herbekommt, dann geht das auch ganz schnell mit den Patties. Dann braucht ihr nämlich einfach nur mit ein bisschen Kraft die Patties hier vorzuproduzieren. Leicht hier unten gegendrücken, dass der Patty wieder abfällt. Da braucht ihr auch kein Öl oder sonst irgendwas. Mein Tipp ist jetzt, die Dinger anzufrieren. Also ich nehme die Patties runter von meinem Brett und packe mir die hier so auf so einen, ja, hier auf so einen Deckel von so einer Fleischbox mit ein bisschen Backpapier. Dann lassen die sich gleich auch gut ablösen. Ah, der hat ein bisschen zu viel Druck gekriegt. Und ich friere die dann an. Ja, ich friere die an und vakuumiere sie hinterher ein. Das hat einfach den Vorteil, dass die Patties schön in ihrer Form bleiben und ja, dann sich auch viel leichter vakuumieren lassen. Ihr könnt das auch anders machen. Man kann die auch direkt in den Beutel packen. Und wir sehen uns gleich am Grill wieder. Und ich kann euch jetzt schon sagen, die Burger riechen wirklich hervorragend. Diese Würzmischung macht hier einen richtig guten Duft. Und ja, dann werden wir gleich mal kosten, wie diese Dinger so schmecken. Jetzt gehen die.
Wir haben gerade super leckere Burger gegessen und ich kann euch sagen, diese Wildwürzmischung ist wirklich super lecker, empfehlenswert, wenn es mal schnell gehen muss, wenn ihr vielleicht keine Zeit habt, euch Gedanken zu machen oder wenn es vielleicht mal ein bisschen was Extravagantes sein soll, weil hier sind schon typische Wildgewürze drin, die man kennt. Also neben schwarzem Pfeffer ist hier Wacholder drin, hier ist Piment drin, Senfkörner, Lorbeer, Chiliflocken, Kümmel, Kardamom, Majoran und Rohrzucker und vor allem auch Salz. Was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass diese Würzmischung eben nicht den Patty überwürzt, sondern das Ganze geschmacklich angenehm begleitet. Also von mir ganz klar einen Daumen nach oben für diese Würzmischung. Ich habe die Patties einvakuumiert, die übrig geblieben sind. Die friert man am besten ein und holt sie einfach dann bei Bedarf aus der Kühlung raus, taut sie im Kühlschrank auf und kann dann super leckere Wildburger genießen. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen freundlichen Kommentar da, einen Daumen nach oben, vielleicht so ein Abo. Darüber würde ich mich besonders freuen. Bleibt mir treu, macht's gut und weit mal Zeit.